Herr Bender, es war eine knappe Niederlage in diesem Pokalfinale. Enttäuschung groß? Ja klar, wir stehen im Finale und wenn man im Finale steht, will man ein Fußballspiel gewinnen oder generell jedes Spiel gewinnen. Dass es jetzt mal wieder nicht geklappt hat, ist natürlich sehr, sehr bitter und enttäuschend für die Jungs, für uns alle, für alle, die hinter dem Team sehr gearbeitet haben, dass wir das überhaupt geschafft haben und alle, die jetzt uns das ermöglicht haben. Ja, wir sind jetzt einfach leer und platt und klar müssen wir jetzt noch ein Spiel rumkriegen, aber wir sind jetzt, glaube ich, auch alle froh, dass dann die Saison durch ist. Es ist ja doch noch mal knapp geworden. Sonst zum Spielverlauf ein paar Worte. Ja, meine Jungs haben ganz nervös angefangen, was ich auch ein bisschen schade finde und teilweise auch enttäuschend, weil sie sollten jetzt so langsam die Erfahrung haben, in so Spielen vor ein paar hundert Zuschauern zu spielen, um in knappen, engen Spielen, Pokalfinale, Relegation, das hat jetzt Großteil der Mannschaft schon zwei, dreimal mitgemacht und dann müssen sie auch einfach an sich arbeiten, dass sie in so Spiele lockerer reingehen, da einfach mit mehr Mut in so ein Spiel reingehen. Da muss man einfach sagen, da waren wir die erste halbe Stunde nicht so präsent, haben uns nicht gezeigt, haben uns nicht getraut, nicht diesen Mut und den Willen entwickelt, wirklich das Spiel gewinnen zu wollen. Nach einer halben Stunde, muss ich sagen, hat die Mannschaft gezeigt, dass sie wirklich auch da ist, dass sie zeigen wollte, dass es eigentlich unser Tag hätte werden sollen. Aber ja, da ist es einfach sehr, sehr bitter. Die Saison an sich ist ja eigentlich erfolgreich verlaufen, aber leider zwei Niederschläge zum Schluss. Der zweite war ja das Nichterreichen der Relegation. Ja, ist da die Enttäuschung noch in den Knochen oder sieht man das Ganze insgesamt eher positiv? Nein, überhaupt nicht. Wenn wir den Ligaverlauf betrachten, müssen wir sehen, wir waren im Oktober Platz 11 und wirklich nur 4 Punkte weg von der Relegation. Dass meine Mannschaft unheimliche Qualität besitzt, sich da selber rauszuziehen aus dem Sumpf und nach oben angreifen kann, das haben wir gewusst. Wir haben das dann auch geschafft im November mit 5 Spielen, inklusive Dezember, 5 Siege und sind auch aus der Rückrunde rausgekommen. Aber in der Rückrunde, ich sag mal, wenn wir jetzt das Spiel gegen Edling-Weiher zu Hause ausklammern, wo einfach ein rabenschwarzer Tag war, dann haben wir nur gegen die 2 Mannschaften gewonnen, die jetzt auf Platz 1 und 2 stehen. Und da müssen wir sagen, haben wir dann die Runde noch sehr, sehr gut abgeschlossen. Aber nochmal, wenn wir sehen, wo wir im Oktober gestartet sind, dann müssen wir mehr als froh sein, dass wir Platz 3 noch erreichen konnten. Das nächste Spiel ist jetzt am Wochenende noch das letzte Ligaspiel, bei dem es punktemäßig eigentlich um nichts mehr geht. Wie werden Sie da versuchen, den Schlusspunkt für die Saison zu setzen? Ja, wir möchten das letzte Spiel nochmal genießen. Die Jungs sollen einfach, vielleicht, ich denke, ich werde die Jungs bringen, die in den letzten Tagen, in den letzten Wochen nicht so viel gespielt haben, einfach auch zum Abschluss, zum Dank und trotzdem möchten wir uns fair und sportlich aus der Runde verabschieden, möchten das genießen. Die Jungs sollen auch mal Spaß haben, 6 Wochen, bevor sie dann kein Fußball spielen dürfen und dann sollen sie ihre Akkus auftanken und wir greifen neu an nächste Saison. Herr Bender, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Danke euch auch, alles Gute.